Hello and welcome to another episode about the Duolingo English Course. Und heute, boah, wir sind ganz schön weit fortgeschritten, wie ich sehe, sieht es nach Adverbien aus oder vielleicht auch Zahlen und Bildung, wer weiß. Aber ja, das werden wir immer erst wissen, wenn wir starten, denn das gibt ja immer wieder ein paar Überraschungen. Auf geht's. Exactly. Okay, ja. Das dürfte so viel heißen wie genau. Ja. She is as red as a tomato. Man merkt hier, ich versuche, es ist zwar, das muss ich, möchte ich mal gerade anmerken, also dieser Satz heißt erstmal, sie ist so rot wie eine Tomate. Tomate, nicht Tomato. So. Ich weiß, dass der Duolingo-Kurs ist für amerikanisches Englisch gedacht, ja. Aber meine persönliche Präferenz, muss ich es immer sagen, ist britisches Englisch. Das mag ich persönlich lieber. Und deswegen versuche ich, wenn es geht, Sachen möglichst britisch auszusprechen, weil ich manches halt lieber mag. So, ne? Und das war so ein Beispiel. Zum Beispiel, dass in Großbritannien sagt man zur Tomate Tomato. Und in Amerika sagt man Tomato. Und das kann, glaube ich, so weit gehen, dass Leute, die vielleicht nicht so geübt sind, das tatsächlich nicht verstehen, wenn sie zum Beispiel amerikanisches Englisch gewohnt sind, also Tomato, und dann sagt jemand Tomato. Und das klingt ja dann schon anders, vor allem, wenn man nicht damit rechnet. Gut, das so viel dazu. Sie ist so rot wie eine Tomate. Genau, so. Sometimes he plays with us. Sometimes, also manchmal spielt er mit uns. So. Sometimes, manchmal, ne? Zu manchen Zeiten könnte man auch sagen, naja, manchmal heißt es einfach. Manchmal, habe ich mich gerade vertippt, das ist übrigens eine Sprache, eine keltische Sprache, die auf der Isle of Man gesprochen wird. Ich weiß nicht, ob das so ausgesprochen wird, wie es aussieht, Manx, keine Ahnung, aber das ist übrigens eine Sprache. Aber das war gerade eben nur ein Tippfehler. Ist verwandt auch mit Irisch und Walisisch und Gälisch und so und Bretonisch und was weiß ich nicht alles. Gut. Halt keltisch. Gut, worauf wollte ich hinaus? Also manchmal spielt er mit uns. Manchmal spielt er mit uns. Genau. I write perfectly. Ich schreibe perfekt. Also, es geht nicht darum, unbedingt, dass man das Wort perfekt schreibt, sondern natürlich auf eine perfekte Weise. Ich schreibe perfekt. So, wir brauchen wenigstens eine Stunde. We need at least an hour. Das hier, ne? Genau. Also, das ist das Einzige, wo die Grammatik auch stimmt und wo die richtigen Wörter drin vorkommen. So. We need at least an hour. So, sie haben ungefähr das gleiche Alter. They are approximately the same age. Unten, nicht die zwei. Da habe ich mich vertippt. So, genau. Sie sind, also im Deutschen sagt man, sie haben ein Alter. Und im Englischen sagt man, man ist ein Alter. Gut, man könnte sagen, es wäre auch ein bisschen flexibler. Man könnte in Deutsch theoretisch auch sagen, jemand ist ein Alter. Aber das klingt für mich nicht ganz korrekt. Also, ja, würde ich schon sagen, es ist ein Unterschied zwischen Deutsch und Englisch, dass man in Deutsch sagt, dass jemand ein Alter hat. Und im Englischen sagt man, jemand ist ein Alter. Ja, von daher, gut, weiter geht's. We currently do not have oil. Wir haben aktuell, also currently heißt so viel wie aktuell, im Moment, momentan, also ja, wir haben momentan kein Öl, also wir momentan nicht haben Öl, haben nicht Öl. Wir haben kein Öl momentan, so.
wie auch immer. Wir haben momentan kein, nicht Kien, kein Öl. Genau. Seine Eltern wohnen jedoch immer noch dort. However, his parents still live there. Würde ich sagen. Es ist auch das Einzige, wo es wieder, was wieder stimmt. Die anderen sind wieder Blödsinn, genau. So, yes, exactly. Ja, genau. Exakt, könnte man auf Deutsch auch sagen. Sometimes I sleep in the morning. Manchmal schlafe ich am Morgen oder morgens, kann man das auch sagen. Also in the morning kann man auch als morgens übersetzen, als ein Wort. Das gibt es im Englischen so als einzelnes Wort nicht. Deswegen muss man in the morning sagen. Und ja, manchmal schlafe ich morgens. Manchmal schlafe ich morgens. She swims perfectly. Sie schwimmt perfekt. Sie schwimmt perfekt. Also auf eine perfekte Weise, ne? Genau. Das ist halt bei solchen Sachen, da muss man halt aufpassen. Man neigt dazu, sowas zu sagen wie she swims perfect, aber das stimmt nicht. Weil bei solchen Tätigkeiten, wenn das perfekt eine Tätigkeit beschreibt, und es geht ja darum, dass das Schwimmen perfekt ist, es geht ja nicht darum, dass sie perfekt ist. Sie kann auch ihre Macken haben, aber die Art, wie sie schwimmt, die ist perfekt. Sie schwimmt also perfekt. Und weil sich das perfectly auf das Swim bezieht und nicht auf sie, auf she, deswegen muss dieses Lee hinten dran. Weil es die Art ist, in der sie schwimmt. Und das sind die Adverbien, die beschreiben die Art von einer Tätigkeit oder einer Eigenschaft. Genau. Und nicht direkt ein Objekt oder eine Person selbst. So. Hoppala, da bin ich auf die Leertaste gekommen. Where are they exactly? Wo sind sie genau? Wie der passt, kann man exactly mit genau übersetzen. Oder theoretisch auch kann man auch sagen, wo sind sie exakt? Aber ich finde, genau klingt schöner im Deutschen. Wo sind sie genau? Even the children are there. Sogar die Kinder sind da. Oder dort, könnte man auch sagen. Da oder dort, ich denke mal, das ist vollkommen Wurst, was man im Deutschen jetzt sagt. Even heißt jedenfalls in der Situation sogar. Sogar. Sogar die Kinder sind da. They are approximately the same age. Sie sind ungefähr das gleiche, also sie haben ungefähr das gleiche Alter, wie man auf Deutsch schönerweise sagen würde. Okay, ne? Also, genau, sie haben ungefähr das gleiche Alter. They are approximately the same age. Sie haben ungefähr das gleiche, hoppala, das gleiche Alter. However, his parents still live there. Jedoch, könnte man sagen, ne? Ich denke mal, das ist eine gute Übersetzung für however. His parents still live. Muss man ein bisschen umbauen. Das ist so eine Sache, wenn ich jetzt das jedoch, ne, interessanterweise, wenn du das jedoch weglassen würde, dann würde es heißen, seine Eltern leben. Ja? Jetzt, wenn ich aber jedoch hinschreibe, also so wäre es halt, seine Eltern leben, das wäre genauso wie es his parents still live. His parents live. Seine Eltern leben, ja? Aber, das ist die Sache, Deutsch und Englisch haben eine unterschiedliche Art, die Sätze zu bauen, weil es eine unterschiedliche Art gibt, wo das Verb, die Tätigkeit sein muss, das Wort dafür. Und zwar im Deutschen, also im Englischen ist die Regel, das Verb kommt immer nach dem Subjekt, also nach demjenigen, der die Tätigkeit zum Beispiel ausführt oder der halt das sozusagen das Objekt des Passivs ist sozusagen. Wie soll ich das ausdrücken, so dass es nicht so schlimm klingt? Also, man könnte sagen, der
der Hauptdarsteller des Satzes, der Hauptakteur oder die Hauptperson, das Hauptobjekt des Satzes, könnte man sagen, wäre das Objekt. Der Fokus, könnte man auch sagen. Und genau, da muss eben erstes, kommt eben im Englischen immer erstes Subjekt und dann das Verb. Immer, würde ich sagen, soweit ich weiß. Immer, immer, ist immer so. So. Im Deutschen ist es aber anders. Da kommt in einem ganz normalen Hauptsatz das Verb nicht immer nach dem Subjekt, sondern die Regel ist eine ganz andere. Das Verb kommt immer an der zweiten Stelle. Ja, das heißt, das zweite Satzglied ist das Verb. Und im Englischen kommt das Verb nach dem Subjekt. Das ist in vielen Sätzen ist das genau das Gleiche. Weil wenn ich jetzt sage, seine Eltern leben und his parents live, dann ist es ja das Gleiche. Ne? Erst Subjekt und dann Prädikat, also Verb, wie auch immer. Prädikat und Verb ist oft ähnlich. Also das drückt ein bisschen was anderes aus, aber in dem Fall kann man es als gleiches Wort behandeln. Subjekt und das Verb. Ne? So. Aber wenn ich jetzt ein Wort davor setze, vor das Subjekt, dann ändern sich die Regeln, weil die Regeln, also die Regeln bleiben die gleiche, aber die sind ja unterschiedlich. Und deswegen, weil die Regeln ja dann unterschiedlich sind, haben sie unterschiedliche Auswirkungen, wenn das passiert. Weil wenn ich however vorne hinschreibe, dann bleibt ja hinten immer noch Subjekt, Prädikat, also Subjekt, Verb, wie auch immer man das nennen will, bleibt immer noch gleich. Bleibt davon unberührt. Aber wenn ich jetzt im Deutschen das jedoch davor setze, dann ist die Regel, dass das Verb das zweite sein muss, ja, und das heißt, ich muss das Leben vor seine Eltern schieben, damit das Verb Leben an zweiter Stelle stehen kann, weil jedoch ist ja jetzt die erste Stelle und nicht mehr seine Eltern. Und deswegen muss eben Leben dahin, wo vorher seine Eltern waren, seine Eltern rutschen nach hinten. Puh, genau, und das ist, wenn wir jetzt in die Nebensätze gehen würden, dann wird es noch mal, gäbe es nochmal eine andere Regel, aber das betrifft eigentlich hauptsächlich das Deutsche. Im Englischen bleibt die Regel nämlich gleich. Und im Deutschen ist die Regel in Nebensätzen, also zum Beispiel, deine Eltern leben dort, weil sie dort glücklich sind. Ja? Das sind steht jetzt im Deutschen hinten. Ja? Wenn im Englischen würde ich aber sagen, because they are happy there. Das heißt, im Englischen bleibt die Satzstellung immer noch gleich wie im Hauptsatz, aber im Deutschen verändert sie sich und das Verb rutscht ganz nach hinten. Das heißt, das Deutsche ist hier das Komplizierte. Man lernt als Deutscher eigentlich die kompliziertere Regel zuerst und dann hat man im Englischen eine einfachere Regel, aber weil man die einfache Regel nicht kapiert, also nicht gewohnt ist, so soll man sagen, man kapiert sie ja früher oder später, wenn man genug übt, aber weil man sie nicht gewohnt ist, hat man da eben gerne mal Schwierigkeiten und muss halt umdenken. Weil man halt es komplizierter gewohnt ist, als es eigentlich ist. Und das ist eine ganz interessante Feststellung. Genau, jetzt habe ich aber ganz schön viel darüber erzählt. However, his parents still live there. Jedoch leben seine Eltern immer noch, also still, ne, immer noch dort oder there, da. Ist egal. Dort oder da. Macht keinen Unterschied. Wir brauchen wenigstens eine Stunde. We need, meine Güte. Ah, wieso kann ich nicht richtig schreiben? We need, so wenigstens, at least. At least. Mindestens. Also sozusagen als wenigstes, zum wenigsten, wie soll man sagen? Ja. Als wenigstes könnte man das wörtlich übersetzen, at least. Nee, zum wenigsten. Sagen wir einfach wenigstens. At least heißt wenigstens. Das gehört so zusammen. So, we need at least eine Stunde. An hour. Hoppala, an hour. Das H hört man übrigens nicht. Hour. Hour. Das, ja, das ist. Ich denke mal, nee, ich weiß nicht, wo das genau herkommt. Vielleicht vom französischen Heure. Aber ich bin mir nicht sicher. Kann gut sein. Kommt ja so vieles aus dem Französischen im Englischen. So, wir haben kein Essen, aber wenigstens haben wir Wasser.
Wir haben kein Essen. We don't have food. But at least we have water. So, wir haben kein Essen, aber wenigstens haben wir Wasser, genau. Guck mal hier. Aber wenigstens haben wir. Moment. Wie ist denn das jetzt? Moment, jetzt muss ich selbst mal überlegen. Das ist. Moment. Bin gerade überlegen, welche Regel hier greift. Ah ja, genau, das ist. Ja, aber leitet einen Hauptsatz ein, so ist es nämlich. Aber das Wort aber selbst zählt nicht als Satzglied, weil es ist nur das Einleitungswort. Ich hab das gerade in meinen Gedanken als Einleitungswort gezählt, deswegen wollte ich da gerade noch durchzählen und es hat aber nicht hingehauen. Das aber zählt gar nicht als Einleitungswort für diesen Hauptsatz. Deswegen haben wir wieder den Hauptsatz, wenigstens haben wir Wasser. Das ist ja auch ein ganz vollkommen. Ne, das ist ja, der Satz ist ja vollkommen in Ordnung, wenn er alleine stehen würde. Wenigstens haben wir Wasser. Und wieder, erste Stelle, wenigstens. Zweite Stelle, haben, das Verb. Dritte Stelle, wir. Vierte Stelle, Wasser. Und im Englischen, hier wieder, we have, muss wieder Subjekt, Prädikat, also Verb. Subjekt, Prädikat, Subjekt, Verb. Bleibt wieder in dieser Reihenfolge. Ne? Das sind halt diese unterschiedlichen Regeln. Im Deutschen, Verb an der zweiten Stelle und im Englischen, Verb nach dem Subjekt. Und das greift auch hier wieder. So. We need it at least an hour. Wir brauchen mindestens eine Stunde. Wenigstens, mindestens, ne? Weißt schon, ist ja das gleiche ungefähr. Wir brauchen mindestens eine Stunde. Sie ist so rot wie eine Tomate. She is as red as a Tomato. Oder Tomato, keine Ahnung. Ich mag das Wort einfach. Ich hab's abgeschrieben. Ich freue mich so über das Wort. Dass ich vollkommen aus dem Konzept komme. She is as red as a tomato. Is as red as a tomato. Ja. As a tomato, genau. Ja, ich freue mich einfach gerade. Deswegen mache ich gerade sonst so viele Fehler gerade. Ich meine, ich mache nicht wirklich Fehler. Das geht ja alles noch richtig durch. Aber ich war gerade ein bisschen abgelenkt, weil ich mich so über das Wort gefreut habe. So. Ich habe noch nicht einmal einen Bruder. Moment, wie sagt man das am besten? Noch nicht einmal. Not even. Wir haben ja even sogar, ne? Und nicht einmal wäre dann sogar das, sozusagen das Gegenteil von sogar not even. Also even, not even. Sogar nicht einmal. So. Ich habe noch nicht einmal einen Bruder. I don't even. Oder Moment, I even don't. Ich muss gerade mal überlegen. I don't have a brother. Das schreiben wir erstmal hin. I don't have a brother. Ich bin mir gerade am überlegen, was schöner klingt. I don't have a brother. I. I even don't have a brother. I don't even. Ja, ich schreibe mal even nach vorne. Muss ich mal gucken, was schöner klingt. Oder was geht. I don't even. Okay. Gut. Das merken wir uns. Dann stimmt ja das, was ich eben gesagt habe mit not even. Ich wollte gerade ausprobieren, ob das andersrum geht. Aber anscheinend nicht. I don't even. Guck mal, das Ding ist, ich habe zu lange überlegt. Wenn ich jetzt nochmal den Satz durchgehe, klingt das viel schöner, don't even. Komisch. I don't even have a brother. So. Weiß ich auch nicht, was mich da geritten hat. Gut. Aber dafür macht man ja solche Fehler, damit man sich danach umso sicherer ist. Damit sind wir durch. Und eigentlich wie immer gesagt, könnte man sagen, Dankeschön fürs Zuhören, Zusehen, Mitdenken.
Und wie immer gilt, falls es Anmerkungen und Fragen gibt, ab in die Kommentare damit, würde mich freuen. Und ansonsten, bis zum nächsten Mal. Goodbye. Bum, 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 danke fürs Ertragen bum, bum, des Videos für des heute. Videos kannst du mir bitte sagen, ob dich das Filmchen freut? Daumen hoch und runter, die stehen dafür bereit. Und Kommis machen munter, die lese ich jederzeit. Kommst du zu der Entscheidung, du willst da mehr von sehen? Dann kannst du zur Beschreibung und zum Abo-Button gehen. Und fandest du es scheiße, was deine Wahl der Qual? Ansonsten gute Reise und bis.